Eins. Die Post. Die Post. Eins. Na. Und jetzt schon wieder. Eins. Na, Elfi, für mich gibt's in der Früh nichts Schöneres als einen frisch aufgebrühten Kaffee und ein bisschen Ruhe. Ja? Guten Morgen, Frau Stockel. Wiederhören, ich ruf Sie dann zurück, gell? Sonst war der Hausbote mit der Post schon da. Nein, der war noch nicht da, der müsste aber jeden Moment kommen. Erwarten Sie was? Ja, Backerl mit dem Geburtstagsgeschenk für meinen Enkel. Mein nicht. Sie brauchen es aber nicht aufmachen, gell? Legen Sie es einfach mit der anderen Post auf meinen Schreibtisch. Selbstverständlich. Krippenrosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Ja, der Herr Pfistermeier, haben Sie ja keine Post auszutragen? Na, Sie haben schon wieder Leich gefunden. Muss ich dann schon langsam los? Ja. Und ich darf jetzt wieder alles allein abräumen, oder was? Dafür habe ich mich um die Boiler gekümmert. Ah ja, genau. Was ist jetzt eigentlich damit? Was wird schon sein? Das Thermostat ist kaputt. Das habe ich schon mitgekriegt, Gescheithaferl. Hast du das Neue schon gekauft? Nein, aber bestell Spinatwachtel. Das Modell ist so alt, das gibt's bloß mehr übers Internet. Na super, das kann ja ewig dauern. Was ist da ewig? Die wollten das bis heute schicken. Schicken? Aber da ist doch keiner da, wenn die Post kommt. Da muss auch keiner da sein, wenn die Post kommt, weil die schicken das direkt zu mir ins Büro. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich mich auf eine heiße Dusche freue. 3 Tage kaltes Wasser ist genug. Ich weiß gar nicht, was du hast. Mir sagt das kalte Wasser gut. Das hält mich frisch und knackig. Ja, ja. Du, und komm mir vor Jahren nicht ohne das Thermostat, Herr Bürscherl. Frau Stockel, was ist? Männlich oder weiblich? Einen wunderschönen guten Tag, Dirn. Hören Sie mal bloß auf. Ein guter Tag schaut anders aus. Der Herr Pfistermeier hat die Leiche gefunden. Da haben Sie aber auch ein Händchen für, ne? Mir langt's. Ich lasse mich jetzt dann in den Schalterdienst versetzen. Zuerst, wie man denkt, das ist der klassische Raubmord. Aber dann haben wir das Türschloss gesehen. Schau mal her. Da ist nichts, was auf einen Einbruch hindeutet. Grüß dich, Kathi. Grüß dich. Ja, vielleicht hat er geklingelt und sie hat sich nichts dabei gedacht und hat die Tür aufgemacht und schon war er drin. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja. Wie schaut es mit gestohlenen Wertgegenständen aus? Ich weiß nicht, aber der Schmuck ist noch da und das ist mir aufgefallen. Grandios, Miki. Ja, grüß Gott, Frau Doktor. Hallo. Grüß Gott, Herr Kollege. Ah, der Hof hat auch noch zu uns gefunden. Moin, moin. Ja. Ich habe mit Herrn Kollegen Mohr draußen schon ein bisschen theoretisiert. Was sagt Ihre Theorie hierzu? Nun, ich würde sagen, dass sie stranguliert worden ist, und zwar mit einem Stück Stoff. Also, wie Sie das wieder erkannt haben? Ja. Tatsächlich weisen die Würgemerkmale auf einen Textilstoff hin. Wissen Sie auch, welche Art von Stoff? Das werde ich schon noch herausfinden. Da bin ich mir sicher, Frau Doktor. Und Sie können sicher auch schon was zum Tatzeitpunkt sagen. Gestern Abend gegen 22 Uhr. Danke, Frau Doktor. Kommen Sie bitte mal her. Sie entschuldigen uns kurz. Und? Wie es ausschaut, hat die Frau Hinz gestern Abend noch Besuch gehabt. Das ist ja. Na, er hat sie am Ende vielleicht nur mit ihrem Mörder Wein getrunken, ne? Dann scheint sie den Täter ja gekannt zu haben. Auf jeden Fall hat er eine ganze Menge Fingerabdrücke hinterlassen. Du bist ja unvorsichtig von ihm. Aber nur wegen dem Wein war er nicht, ihr Kollegen. Der hat was gesucht. Habt ihr schon mal in die Orte reingeschaut? Herr Mohr! So wie das in der Wohnung aussieht, müssen die Nachbarn doch was mitbekommen haben. Na ja, links von der Frau Hinz, da ist ein alter Herr, aber der war schon um 6 im Bett. Ach so. Und die Nachbarn in der Wohnung drüber zum Beispiel? Weiß ich nicht. Schade. Soll ich fragen? Gottes Willen. Ja, wir fahren zur Augenklinik und schauen uns den Arbeitsplatz von der Frau Hinz an. Jetzt könnten Sie meine Gedanken lesen. Verzichte.
Fahrstunden. Rennfahrer, hm? Grüß Gott. Grüß Gott. Kriminalpolizei. Wir würden gerne jemand von der Klinikleitung sprechen. Ja, wenden Sie bitte an unseren Chefarzt. Das ist der Herr Dr. Berger. Der ist da oben. Na ja, super. Danke. Aufzug? Garaus durch. Danke. Danke. Das war der Dr. Berger, Hofer Kripo Rosenheim, das ist mein Kollege Hansen. Tja, was kann ich für Sie tun? Es geht um eine Mitarbeiterin von Ihnen, die Frau Hinz. Umgebracht. Frau Hinz. Das ist schrecklich. Setzen Sie sich bitte. Danke. Gibt es schon irgendwelche Hinweise? Leider nein. Aber es besteht die Möglichkeit, dass sie ihren Mörder gekannt hat. Mein Gott. Deshalb interessieren wir uns besonders für das nähere Umfeld. Also mit wem sie zu tun hat und dergleichen. Ja, also, wir haben 30 Mitarbeiter. Frau Hinz war Personalleiterin und sie hatte praktisch dadurch mit jedem zu tun. Ja, vielleicht gab es ja jemanden, mit dem sie sich auch privat getroffen hat. Ja, das ist möglich, aber das kann ich mir nicht vorstellen. War sie unbeliebt? Nein, das nicht, aber Frau Hinz war alles in allem sehr zurückhaltend, also eher still. Also eher der introvertierte Typ. So kann man das sagen. Entschuldigung. Marie, was gibt's? Wäre es wohl möglich, dass wir uns mal den Arbeitsplatz von der Frau Hinz ansehen? Natürlich, ich bringe Sie hin. Wir können in Ruhe zu Ende telefonieren, bitte. Kommen Sie. Das dauert. Ja. Das ist der Stuckel. Guten Morgen, Michi, was schleppst du alles mit? Das ist alles der Wohnung von der Frau Hinz. Würdest du bitte aufpassen? Das habe ich gerade sortiert. Das ist die Post von heute. Naja, ich mach doch nichts. So, jetzt mal einen Kaffee. Ja, das bleibt aber nicht da, oder? Ja, lass mich doch einmal ankommen. Michi, du kannst später ankommen. Würdest du das bitte mit rübernehmen und die Post für den Hofer auch? Du bist halt gar so geschnappig. Ich bin nicht geschnappig. Ich halte bloß Ordnung. Ich gehe jetzt zum 80er und zu Ortmann und bring denen die Post. Machst du was mit? Ich bin hier nicht geschnappig. So, das ist das Büro von Hinz. Ich denke, es ist alles noch so, wie sie es verlassen hat. Ja, eine sehr ordentliche Person. Bei meinem Kollegen auf dem Schreibtisch sieht es anders aus. Das war sie ordentlich und äußerst korrekt. Sehe ich das richtig? Sie war am Montag krank? Eine Grippe, soweit ich weiß. Was genau hat denn zu Ihren Aufgaben gehört? Ja, das waren Lohnabrechnungen, Versicherung der Angestellten, Disposition, halt der gesamte Bürobetrieb. Könnte es sein, dass Sie mit Ihrer Korrektheit einmal jemandem auf den Schlips getreten ist? Nein, das glaube ich nicht. Im Grunde erwarte ich von all meinen Angestellten dieselbe Arbeitsweise. War sie bei einer Partnervermittlung? Dr. Berger. Ich möchte jetzt nicht gestört werden. Also über Ihr Privatleben weiß ich leider so gut wie gar nichts. Was ich im Nachhinein sehr bedauere. Hat sie vielleicht mal mit jemand Ärger gehabt hier im Haus? Davon weiß ich nichts. Das heißt... Ja? Das war gestern. Also ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Ich habe im Nebenzimmer telefoniert. Da hatte sie eine ziemlich heftige Auseinandersetzung mit unserem Offizier. Offizier? Ja, ich meine natürlich Herrn Potthoff. Er war mal Offizier bei der Bundeswehr und arbeitet bei uns als Pförtner. Das ist der Herr, der vorhin am Empfang war. Nein, das ist ein Kollege von ihm. Herr Potthoff ist für die Nachtschicht zuständig. Wissen Sie, worum es bei dem Streit gegangen ist? Ja, wie gesagt, ich habe nur telefoniert, aber ich weiß, dass Herr Potthoff ziemlich laut geworden ist, bis ihn dann Frau Hinz aus dem Zimmer geschmissen hat. Dann hätte ich gerne die Adresse von dem Offizier. Ja, siehst du mal, haben Sie schon Sehnsucht nach uns, hä? Gott bewahre, gefällt's Ihnen hier nicht? Ja, schon. Aber wissen Sie, draußen auf der Straße, da rede ich mit den Leuten über alles Mögliche. Zum Beispiel, wer, wann, wo und mit wem in Urlaub fahren. Da herin, da geht's ja bloß über Mord, Totschlag. Das ist nichts für mich. So schlimm sind wir aber nicht. Also wirklich nicht. Ja, ich weiß schon,
Ich denke jetzt bloß an die arme Frau Hinz. Deswegen bin ich auch da. Das ist der Brief, den ich ihr zustellen wollte. Und in der ganzen Aufregung habe ich den einfach wieder mitgenommen. Klammhörgeräte GmbH. Ja, dann recht schön. Danke, bis dann. Ja, keine Ursache. Ich bin dann auch gleich wieder weg. Gell? Ja. Ja, sehr gut. Wiederschauen. Werbematerial für Hörgeräte. Hm. Vielleicht war die schwerhörig. Vielleicht. Schauen wir mal. Hallo, Frau Stoffel. Grüß euch. Servus. Seien Sie doch so nett und laden uns den Herrn Potto vor. Er ist Pförtner in der neuen Augenklinik. Wie heißt der? Wilhelm. Oh, oh, oh. Herr Hofer, was machen Sie da eigentlich? Das ist schon mein Brustelwater Backel. Ja, warum fragen Sie mich dann nicht? Das ist kein Wühltisch, sondern mein Arbeitsplatz. Liebe Frau Stockler, hätten Sie bitte die Güte, mir zu sagen, ob ich Post bekommen habe? Lieber Herr Hofer, Sie haben Post bekommen und die liegt bereits auf Ihrem Schreibtisch. Warum haben Sie es nicht gleich gesagt? Warum haben Sie mich nicht gleich gefragt? Ich habe mich nicht traut. So. Und Michi, hast du mit den Nachbarn aus den anderen Wohnungen gesprochen? Ja, das habe ich schon, das hat aber nichts gebracht. Die waren nämlich bei einem Fest und da haben sie nichts gehört. Ja, manchmal hat man aber auch wirklich Pech, ne? Entschuldigung. Aber ich habe was anderes. Die Kontoauszüge von der Benz. Der Tascher hat jetzt kurz vor ihrem Tod noch mal 25.000 Euro abgekommen. Eine Menge Geld, ne? Die gesamten Ersparnisse. Und in der Wohnung war nichts davon. Er wird das Geld jetzt wieder Täter haben. Deswegen war dem auch der Schmuck so wurscht. Der wollte nur die 25.000 Euro. Was unsere Theorie bestätigt, dass der Täter die Frau Hinz gekannt haben muss, sonst hätte er nicht von dem Geld gewusst. Ich frage mich nur, warum sie so viel Bares abhebt. Hey, an den Heiztag ist das unter der Matratze sicherer. Ja, entschuldigt, die Pathologie hat angerufen, ihr seid runtergekommen. Also, haben Sie den Herrn Potthoff schon erreicht? Ja, der ist in einer Stunde da, Herr Hansen. Sehr schön. Gut, Michi. Und du überprüfst 1-2 den Telefonanschluss von der Frau Hinz. Vielleicht kommen wir so weiter. Oh, das ging jetzt aber schnell. Das war der Dr. Kastl. Wer sind die bei Dr. Kern? Die hat einen Zahnarzttermin. Mhm. Was haben Sie denn für uns? Ja, wir haben uns noch einmal Ausbreitung und Muster der Würgemale genauer angesehen. Der Stoff, um den es sich dabei handelt, dürfte in etwa 4 cm breit gewesen sein. Also sowas wie ein Tuch oder ein Schal. Die Tiefe der Wunde weist eher auf eine festere Strickstärke hin. Wie schaut es mit Faserrückständen aus? Tatsächlich konnten wir der Wunde feine Gewebeproben entnehmen, die eindeutig von der Tatwaffe stammen. Und zwar handelt es sich dabei um Baumwolle mit einem geringen Polyesteranteil. Blau, richtig? Korrekt. 4 cm breit, blaue Baumwolle, da fällt mir spontan nur eins ein. Na, wunderbar. Ein Krawattenmörder. Seid's ja, der Potthoff ist da. Jetzt schon? Ja, der ist jetzt ein bisschen übereifrig. Schatz, das ist die Telefonliste von der Frau Hinz. Ah ja, danke. Halt, nee. Sei so gut, hat mir gefallen. Schnapp dir die Spusi und schau dir die Umgebung vom Wohnhaus von der Frau Hinz nochmal an. Ja, ist recht. Nach was suchen wir eigentlich? Nach der Tatwaffe, vermutlich eine blaue Krawatte. Na, ein Krawattenmörder. Ja, vielleicht haben wir Glück und er hat die Krawatte weggeworfen. Sehen Sie mal hier, immer dieselbe Nummer. Die Frau Hinz hat innerhalb einer Woche 5-mal bei dieser Partneragentur hier angerufen. Mit übereifrig? Ja. Sprechen Sie doch mit dem Potthoff und ich sehe mir den Laden mal an. Genau. Vielleicht finden Sie was Nettes für sich. Soll ich Ihnen was mitbringen? Gerne. Servus. Herr Potthoff, Hauptkommissar Hofer, ich grüße Sie. Nehmen Sie bitte schön Platz. Ja, schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Das ist doch das Mindeste, was ich für Frau Hinz tun kann, die arme Frau. Demnach wissen Sie schon. Ja, vorhin. Ich habe in der Klinik angerufen, weil ich eine Frage zum Dienstplan hatte. Und da hat man es mir erzählt. Haben Sie sich gut verstanden, Sie und die Frau Hinz? Ja, ich denke schon. Ich habe sie gemocht. Ich mochte ihre Art. Sie war in allem, was sie gemacht hat, ehrlich und geradlinig. Ich habe gehört, Sie hätten eine heftige Auseinandersetzung gehabt. Auseinandersetzung? Frau Hinz und ich? Na, wirklich nicht. Denken Sie nochmal nach. Gestern Vormittag? Ach so, das war nix. Also wegen nix schmeißt die Frau Hinz sie doch nicht aus dem Zimmer. Herr Hofer, könnte ich ein Glas Wasser kriegen?
Tag, Hansen mein Name. Grüß Gott, Roswitha Wüst. Bitte kommst du ran, setzen Sie sich doch gleich hin, ja? Danke. Ich interessiere mich für eine Dame, die vermutlich Klientin bei Ihnen ist. Da sind Sie nicht der Erste. Aber ich bin mir sicher, dass wir was für Sie tun können. Was sind Sie denn vom Beruf, Herr Hansen? Ich bin von der Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ja. Aha, da haben Sie sicherlich ungeregelte Arbeitszeiten. Ich meine nicht, dass das ein Problem wäre, aber einige unserer Klientinnen... Ich bin hier, weil ich in einem Fall ermittle. Ja, aber Sie haben doch gerade gesagt, dass Sie sich für eine Dame interessieren. Weil die Dame ermordet wurde. Frau Dorothea Hinz heißt sie. Ach, großer Gott. Die Frau Hinz? Sie war also in Ihrer Agentur? Ja, seit etwa 4 Wochen. Welche Herren haben Sie ihr denn vermittelt? Also ich befürchte, da werde ich Ihnen nicht weiterhelfen können. Sie werden sicherlich verstehen, dass alle unsere Daten hier streng vertraulich sind. Ja, das verstehe ich natürlich. Dann müsste ich allerdings mit einem Durchsuchungsbeschluss wiederkommen. Dankeschön. So, Herr Brudolf. Worum ging es bei dem Streit? Und jetzt sagen Sie nicht um nichts. Es ging um den Dienstplan. Frau Hinz hat mich an einem Tag eingeteilt, an dem ich schon was vorhatte. Und da war ich halt ein bisschen sauer. Also. Und laut sind's waren, weil die Frau Hinz schwer hört. Wie kommst du darauf? Weil sie sich Unterlagen über Hörgeräte kommen hat lassen. Also, das ist mir nichts aufgefallen. Mhm. Was will sie da mit dem Hörgerät? Das weiß ich nicht. Aber, Herr Hofer, das mit dem Streit, das dürfen Sie wirklich nicht überbewerten. Was haben Sie gestern Abend gemacht? Da war ich beim Schafkopfen. Demnach gibt's Zeugen. Ja, ja. Dann bin ich so gegen 10 zur Nachtschicht in die Klinik gefahren. Dann dürfen Sie einstweilen gehen, aber halten Sie sich zu unserer Verfügung, bitte. Michael. Bitte schauen. Bitte schauen. Bittchen. Wie viele Herren haben Sie denn der Frau Hinz vermittelt, seit sie hier war? Einen. Das ist nicht gerade viel. Die Vermittlung eines geeigneten Partners braucht eben Ihre Zeit. Ich meine, bedenken Sie, manch einer sucht sein Leben lang und bleibt allein. Das ist wohl wahr. Wie läuft denn das Ganze eigentlich ab? Zuerst wird ein Persönlichkeitsprofil erstellt, also was will der Kunde. Dann werden Videoaufnahmen gemacht, in denen er sich vorstellt. Und dann hat er selbst die Möglichkeit, die Bänder anderer Klienten zu sichten. Hm, klingt doch recht aufwendig. Hm. So, da haben wir ihn jetzt. Sein Name ist Dietmar Kolle, auch ein Neuzugang bei uns. Hm. Sehr repräsentativ. Hm. Seine Yacht? Ja, eine gute Partie, wenn ich das mal so sagen darf. Elegant, mit guten Manieren und er hat eine erfolgreiche Immobilienfirma in München. Hm. Wie oft hat sich denn die Frau Hinz mit ihm getroffen? Also, soweit mir bekannt ist, 4-5 Mal. Dann scheint sie ja wirklich Interesse gehabt zu haben. Können Sie mir das ausdrucken? Herr Frau Stockel? Ja? Sind Sie bitte so gut und finden raus, wer der Hausarzt von der Frau Hinz ist. Und was will dann machen, wenn ich es rausgefunden habe? Da rufen Sie dort an. Sie sind recht freundlich und fragen, ob die Dame schwerhörig war. Die Hinz? Wie bitte? Die Hinz. Genau die. Ja. Und der Hansen sind fündig geworden. Kann man so sagen. Die Frau Hinz hat sich mehrfach mit einem Herrn getroffen, einem Dietmar Kolle. Bitte. Danke. Sagst du, Herr Stille, Wasser sind tief? Ja. Er hat eine Segeljacht hier liegen. Ich will mir mal ansehen. Wollen Sie mitkommen? Gerne, willst du mich abholen? Ja, dann gehen Sie doch schon mal nach unten. Ich bin in 10 Minuten da. Oh. Bis gleich. Guten Tag. Hansen mein Name, Tippo Rosenheim, Kollege Hofer. Grüß Gott. Hallo. Sind Sie Herr Kolle? Ja, Dietmar Kolle. Was kann ich denn für Sie tun? Kennen Sie eine gewisse Dorothea Hinz? Ja, die kenne ich. Warum wollen Sie das wissen? Weil die Dame heute früh tot aufgefunden wurde. Was? Wie ist das denn möglich? Sie schien doch bei bester Gesundheit. Sie wurde ermordet. Das ist ja furchtbar. Wie gut kannten Sie Frau Hinz? Wir haben uns über die Agentur Sonnenschein kennengelernt. Ich habe sie vielleicht 5 oder 6 Mal getroffen und ich habe sie richtig lieb gewonnen. Schönes Boot. Danke. Wie viel Fuß hatten das?
32. Wo waren Sie gestern Abend? Ich war im Times Square zum Essen. Das Times Square kennen Sie? Ja, das ist uns bekannt. Danach bin ich so gegen 22.30 Uhr nach Hause gegangen. Bei Ihrem letzten Treffen mit Frau Hinz ist Ihnen da irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ja, allerdings. Wobei ich nicht wirklich was darüber weiß. Sie hatte Angst, mit einem Kollegen in der Klinik Ärger zu bekommen. So wie ich das verstanden habe, war sie da einem Kollegen auf der Spur, irgendwas gedreht zu haben. Und sie befürchtete, dass es deswegen Ärger geben könnte. Aber dann wollte sie über andere Dinge sprechen und ich habe nicht weiter nachgefragt. Was soll das heißen, sie war einer Sache auf der Spur? Das haben Sie im Auto schon gefragt, ich weiß es nicht. Ein schleimiger Typ ist das, widerlich. Aber ein schönes Boot hat er. Na, das macht man jetzt sympathischer. Die Krawatte haben wir gefunden. Sie war in einem Mülleimer in der Nähe von der Wohnung von der Frau Hinz. Die Fasern sind die gleichen Fasern wie die Fasern auf dem Opfer. Super. Hummel, Bad Aibling. Das wird der Hersteller sein. Na was, jetzt sagst du, Michi. Wo nimmst du es nur her? Ja, ich sag ja nur. Ja, schon recht. Ja, ich versuch's gleich mal beim Hersteller herauszufinden, wo man diese Krawatten kaufen kann. Beim Hersteller? Beim Hersteller. Wieso? Weil der Hersteller weiß, wie man die Krawatten verkauft hat. Das ist wahr. Das machen wir. Verzeih. Ja, vielen Dank. Es ist wieder mühsam mit dem halben Tag. Seien Sie nicht so streng mit ihm. Ich fahre mal ins Times Square und überprüfe das Alibi von Ihrem Freund Kolle. Kommen Sie mit? Meine Schwester hat einen Duschzwang. Ich muss unser Boiler noch reparieren. Ich kann leider nicht. Dann komme ich morgen aber einen Tacken später. Von mir aus? Ich eventuell auch. Kann ich mir vorstellen, ich bin jetzt auf eine warme Dusche frei. Jetzt kann ich das ja sagen, eigentlich wollte ich schon einen Installateur holen. Bis der da ist, habe ich es damit gemacht. Da heute mit. Was ist denn das? Eine Herrschaft, das habe ich nicht weiß. Okay. Das ist ja vom 80er. Hat's ja fix, jetzt kann ich wieder eiskalt duschen, glaubst du das? Nein, bleibst wenigstens frisch und knackig. Partneragentur Sonnenschein. Brauchst du jetzt schon professionelle Hilfe? Ja, für dich. Jetzt mal dienstlich, Herr Kaspar. Kennen Sie den? Mal schauen. Ja, den kenne ich. Der war gestern da in weiblicher Begleitung. Moment mal. War das zufällig die Dame hier? Nein, also die war es nicht. Der taucht ab und zu auf mit Damen mittleren Alters. Macht ihnen den Hof, ist sehr galant, bla bla, verstehst? Nee, verstehe ich nicht. Was willst du denn jetzt damit sagen? Aber was ist denn das für ein Mannsbild? Ja, was denn? Sag schon. Meine Gäste können eigentlich machen, was sie wollen. Aber wenn einer immer die Dame sein lässt. Und sag mal, weißt du zufällig auch, wenn der gestern gegangen ist? Das war so umra? Nein, nein. Also 21 Uhr, Herr Kommissar. Entschuldigung, Kriminalhauptkommissar. Da wäre Ihre Rechnung. Danke. Uff. Also solche Frauen würde ich auch mal gerne kennenlernen, die mal die Rechnung zahlen. Morgen, Bernhard. Morgen. Frau Stockel, Sie haben mir gestern das falsche Backel auf dem Schreibtisch gelegt. Der Hampelmann war für den 80er gewesen, schauen Sie. Das hätten Sie ja gar nicht mitnehmen dürfen. Das ist für einen 80er sein Enkel. Was hast du mitnehmen dürfen? Das ist auf meinem Schreibtisch liegen. Das war ich nicht. Michi, hast du damit was zu tun? Mit was? Das ist ja wurscht, wer das war. Hauptsache ist das Backerton zum 80er und Sie fragen ihn, ob er jetzt mein Backerl hat. Ja, mach ich. Michi, Rapport. Also die Frau Dr. Kern hat Hautschuppen auf der Krawatte entdeckt, aber die stammen nicht vom Opfer. Was bei der Krawatte schon Bescheid, wo man die kaufen kann? Na, bei Frau Kler noch beim Hummel in Bad Aibling. Ja, und hat die Frau Dr. Kern uns über die Schwerhörigkeit rausgefunden? Das mache ich bei der Zukunft vom Hummel in Bad Aibling. Ist recht. Dann danke ich Ihnen. Wiederhören. Morgen. Moin, moin. Und, hab's gestern noch was über den Kohle rausfinden können?
Allerdings, der Mann war schon öfter bei Joe essen. Immer mit einer anderen Dame und immer hat er die Dame bezahlen lassen. Ich hab's gleich gewusst. Heiratsschwindler, Gigolo. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Und deswegen habe ich heute Morgen schon mal bei ein paar anderen Agenturen angerufen. Sehr gut. Und tatsächlich, Ihr Freund Kolle ist bekannt wie ein bunter Hund. Na, solcher Herr. Er ist ja schon bei ein paar Agenturen rausgeflogen. Ja, warum? Offensichtlich hat er sich bei einigen Damen Geld geliehen, ist aber bisher nicht zurückgezahlt. Sie meinen, dass er die 25.000 Euro heute die Frau Hinz kurz vor dem Tod abgegeben hat? Wahrscheinlich ist er nur ein Hochstapler. Ich werde mal seine Firma überprüfen. Frau Stockel! Ja, und ich besorge uns einen Durchsuchungsbeschluss für die Yacht und für die Wohnung. Ich möchte wissen, wo die 25.000 sind. Herr Kolde? Ja, schau an, die Herrn Kommissare, grüß Gott. Wollen Sie auch einen Tee trinken? Darf ich vorstellen, Kommissar Hansen, Kommissar Hofer, Frau von Weiterstadt. Sehr freut. Ganz meinerseits. Freut mich auch. Haben Sie denn schon was erreicht? Das ist diese tragische Geschichte von der Bekannten, habe ich Ihnen ja erzählt. Ist aber wirklich nett von Ihnen, dass Sie extra vorbeikommen, um mich auf dem Laufenden zu halten. Wir sind aber gekommen, um Sie mitzunehmen. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Oh, doch. Wo ist denn der Herr Hofer? Der Herr Hofer ist unterwegs. Soll ich ihm was ausrichten? Ich habe hier eine Rechnung über ein Thermostat. Sie können ihm gerne ausrichten, dass wir das auf gar keinen Fall bezahlen werden. Ich frage mich echt manchmal, was der sich denkt. Das frage ich mich manchmal auch, Frau Ortmann. Und ich habe hier Post, die fälschlicherweise an mich gegangen ist. Gäh, wie konnte denn sowas passieren? Das ist ja witzig. Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Aber sehen Sie, eigentlich sollte man nicht mich das fragen, sondern Sie, Frau Stocker. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Ich bitte Sie. Wegen 25.000 Euro bringe ich doch niemanden um. Das habe ich doch gar nicht nötig. Ah, wirklich? Komisch, wir haben uns mal umgehört. Wir wissen, dass Ihre Firma pleite ist. Wir haben das Geld bei Ihnen in der Wohnung gefunden, Herr Kolle. Genau die Summe, die Frau Hinz kurz vor ihrem Tod abgekommen hat. Wie die anderen Damen übrigens auch, die Sie ausgenommen haben. Ja, wir haben auch mit anderen Agenturen gesprochen. Die Frau Hinz wollte Ihnen das Geld nicht geben, da haben Sie sie umgebracht. Das habe ich nicht. Und dann haben Sie die Wohnung durchsucht, haben das Geld gefunden und sind abgehauen. Geben Sie zu, dass Sie am Mordabend in der Wohnung von der Frau Hinz waren? Nein! So? Warum sind dann Ihre Fingerabdrücke auf den noch feuchten Weingläsern am Tisch von der Frau Hinz? Ja? Grüß Gott, Frau Stockel. Ah ja, 80er, gut, dass Sie da sind. Ich wollte fragen, ob mein Backerl jetzt endlich da ist. Das mit dem Kaschball? Das sind Sie nicht. Ich hab Ihnen doch gesagt, dass das Backerl nicht aufmachen soll. Das war ich nicht, das war der Herr Hofer. Bitte? Das wird ja immer besser. Was hat bitte der Herr Hofer mit meinem Päckchen zu tun? Das war ein Versehen. Der Herr Hofer hat auch Backerl erwartet. Da ist wahrscheinlich Ihr Backerl auf seinem Schreibtisch gelandet und hat das mitgenommen. Sie haben nicht zufällig seins. Nein, das habe ich zufällig nicht. Das ist ja eine ganz schöne Schlamperei da, Herrin. Also sorgen Sie endlich dafür, dass sowas nicht mehr vorkommt. Und dass meine Post auch auf meinen Schreibtisch kommt. Ja, Herr 80er, ich werde mich drum kümmern. Darf ja wohl nicht wahr sein. Ich weiß ja nicht, ob Sie das verstehen. Sie stehen unter dringendem Mordverdacht. Entweder kooperieren Sie jetzt mit uns oder Sie gehen für sehr lange Zeit in den Bau. Ich habe Sie nicht umgebracht. Aber Sie waren in der Wohnung von der Frau Hinz. Dorothea hat mir das Geld geliehen, aus freien Stücken. Warum hätte ich Sie deswegen umbringen sollen? Sie geben also zu, das Geld von Frau Hinz genommen zu haben? Geliehen zu haben? Geliehen, so. Ja, wie von den anderen Frauen auch. Ja? Wir haben Wein zusammen getrunken. Und dann hat mir Dorothea das Geld geliehen, freiwillig. Ich hatte noch einen anderen Termin. Deswegen musste ich dann gehen. Das Abendessen in Times Square, die nächste Verabredung. Ich nehme an, die Damen wussten nichts voneinander. Aber als ich gefahren bin, da war sie noch am Leben. Wir wissen aber, dass sie in Times Square nur bis 21 Uhr waren. Es könnte ja sein, dass Frau Hinz ihnen das Geld nicht freiwillig gegeben hat. Also sind sie noch mal hingefahren und haben sich das Geld genommen. Mit Gewalt. Nein, das habe ich nicht. Ich bin nach Hause gefahren. Da, wenn das nur jemand bezeugen könnte. Sie bleiben erst einmal bei uns. Bei den DNA-Test brauchen wir auch noch. Michael, abführen.
Sie haben ihn ja gleich nicht leiden können. Ja, aber wenn jeder, den ich mache, Mörder wäre, dann würde Herr Rosenheim im Gefängnis sitzen. Sie glauben ihm? Na, das ist zwar ein Weichei. Ein unsympathischer Schleimer, aber Mörder ist in meiner Erfahrung noch keiner. Also angenommen, Sie haben recht, eine Kolle war es nicht. Und Sie hat ihm das Geld tatsächlich geliehen. Warum ist die Wohnung dann durchwühlt worden? Gute Frage. Andererseits ist es natürlich schon merkwürdig, dass er Bilderbuchfingerabdrücke auf den Weingläsern hinterlassen hat, aber sonst keinen einzigen, obwohl der Täter die ganze Wohnung durchsucht hat. Vielleicht hatte noch jemand von dem Geld gewusst. Herr Stockel, haben Sie schon mit dem Herrn Abzi gewöhnt? Allerdings, der hat aber ihr Backerl auch nicht. Ja, schafft meine Schwester, bringt mir um. Herr Hofer, nicht nur die. Das soll ich Ihnen mit den besten Grüßen von der Frau Ortmann geben, sie zahlt's nicht. Dann hat die Frau Ortmann mein Thermostat. Nein. Immer schnell bei der Ortmann. Was hat er denn? Ich weiß es nicht. Ja? Grüß Gott, Frau Ortmann. Stäbler? Nein. Schön, dass Sie kurz Zeit haben. Ja, ihm möchte ich nur meinen Thermostat abbringen. Also, Sie haben ja wirklich Nerven. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass wir das bezahlen werden. Dann redet da keiner. Ich will sie nur mitnehmen. Und warum lassen Sie dann die Rechnung hierher schicken? Da ist ein Fehler passiert. Es hätte nur das Thermostat hergeliefert werden sollen, weil bei uns keiner zu Hause ist. Ach so, na ja. Dann ist ja alles geklärt. Na, dann können Sie mir jetzt das Thermostat geben. Ich hab Ihr Thermostat doch gar nicht. Tut mir leid. Wo ist er? Also, ja, gut dann. Nicht so ungut. Wiederschauen. Ah ja, und falls es doch noch auftauchen sollte. Ja. Wiederschauen. Und, haben Sie Ihr Päckchen? Nein, leider nicht. Aber der Mord hat interessante Neuigkeiten für uns. Herr Wiedern, du hast wieder mit dem richtigen Riecher gehabt. Hm. Diese Krawatte wurde fürs Personal von der Augenklinik gefertigt, als Sonderedition. Nur für die Klinik? Schau, eine Privatklinik, das ist so ähnlich wie ein Gasthaus. Da müssen alle gleich ausschauen. Es gibt aber noch besser. Die Sonderedition, die haben es nur fürs Personal am Empfang gefertigt. Der Pförtner? Der Herr Botthoff? Der Offizier. Jeremy. Grüß Gott, Herr Botthoff. Tag. Grüß Gott, Herr. Kann ich was für Sie tun? Ja, wir müssten Sie noch mal wegen der Frau Hinz sprechen. Eine schicke Krawatte haben Sie da an. Die ist aber ganz anders als die von Ihrem Kollegen. Bin dann mal weg. Ja, in Ordnung. Da sind Sie aber der Erste, dem das auffällt. Sie kennen aber schon die Vorschriften, ne? Ehrlich gesagt, ich habe meine nicht gefunden, aber Sie wollen mich doch nicht etwa verhaften, nur weil ich die falsche Krawatte trage, oder? Schauen wir mal, ist das Ihre? Ja, das sieht aus wie eine von unseren, das könnte meine sein. Hm. Wo haben Sie ihn gefunden? Den haben wir bei der Frau Hinz gefunden. Sie wurde mit dieser Krawatte ermordet. Um Gottes Willen, Sie wollen doch nicht etwas sagen, dass ich... Hören Sie zu, dafür gibt es eine andere Erklärung. Sicher. Davon sind wir überzeugt. Also ich hatte mit Dorothea... Entschuldigung. Ich hatte mit Frau Hinz eine Affäre. Ich habe ein paar Mal bei ihr übernachtet. Wahrscheinlich habe ich die Krawatte da vergessen, aber ich habe sie doch nicht umgebracht. Worum ging der Streit mit der Frau Hinz wirklich? Sie wollte sich nicht mehr mit mir treffen. Da habe ich sie zur Rede gestellt. Es war nicht einfach für mich, mich damit abzufinden. Ich habe sie wirklich sehr gemocht, aber offensichtlich hat sie jemand anderen vorgezogen. Deshalb haben Sie mit ihr gestritten? Was haben Sie nach dem Streit gemacht? Ich wollte mich nochmal mit ihr treffen, aber sie hat gesagt, sie hätte keine Zeit. Sie meinen, weil sie krank war? Eigentlich war die gar nicht krank. Die war tagsüber in Stuttgart. Aha. Wissen Sie, was sie da gemacht hat? Nein, das weiß ich leider nicht. Also wir wissen, dass die Frau Hinz Angst gehabt hat, in der Klinik mit jemandem Ärger zu bekommen. Können Sie sich vorstellen, wer das außer Ihnen gewesen sein könnte? Ja, ich war schon ein bisschen eifersüchtig. Vielleicht hat sie das gemeint, aber so schlimm war der Streit nicht. Gut, Sie dürfen uns jetzt aufs Kommissariat begleiten. Wir machen einen DNA-Test. Augenblick bitte. Gute Nachricht, schlechte Nachricht. Gute Nachricht. Die Gewebeproben stammen eindeutig von Wilhelm Botthoff. Schlechte Nachricht. Wir haben Hautschuppen bei einer dritten Person gefunden. Wir wissen nichts über diese dritte Person, außer sie ist männlich.
Vielleicht Dietmar Koller, unser Heiratsschwindler. Negativ, das wissen wir auch schon. Das ist nur bewiesen, dass die Krawatten vom Potthoff ist. Positiv. Stehen wir wieder am Anfang. Manchmal ist so schwer. Ja, die Frau Hinz war übrigens nicht schwerhörig. Der Hausarzt hat gerade angerufen. Danke, Frau Stockel. Bitte. Danke. Warum lässt sie sich deine Informationen über Hörgeräte schicken? Wo ist die Firma Klamm eigentlich? Vielleicht schauen wir da einfach mal vorbei. In Stuttgart, gute Reise. Hat nicht der Potthoff erzählt, dass die Frau Hinz nach Stuttgart gefahren ist? Stimmt, hat er. Ich habe schon gefragt, wieso sich jemand krank meldet, um nach Stuttgart zu fahren. Ich rufe bei der Firma einfach mal an. Vielleicht könnt ihr uns was erzählen. So, Michi. Der Baum muss weg. Jawohl. Wunderbar. Und alle Namen vorhanden. Michi, jetzt hat das Briefchaos da bei uns herin endlich ein Ende. Ja? Frau Stockel. Hier, druckfrisch vom Ministerium, die Änderung der Kilometerpauschalen für den Privatwagen im Einsatz. Können Sie das zuverlässig an die Kollegen weiterleiten? Selbstverständlich. Was ist denn das? Das ist der neue Postverteiler. Da bin nämlich ich nicht mehr in der Bringschuld, sondern die Kollegen in der Hohlschuld. Bei Ihnen bleibe ich selbstverständlich in der Bringschuld. Und wenn ich was für die Kollegen habe? Das mache ich natürlich auch. Gut. Ach, Herr Hofer. Ihr Päckchen, haben Sie das jetzt? Nein, leider nicht. Herr Hofer? Ja, komm schon. Ach, Herr Hofer, Moment noch. Sie haben da was im Fach. Ein Brief? Wie schön. Danke. Ja, weitermachen. Herr Hansen, Sie haben ein neues Postfach. Und da liegt sowas drin. Ach was. Ja. Servus, Bernhard. Sehr erfreut, Frau Hofer. Ganz meinerseits. Was machst denn du da? Du, ich hab's wahnsinnig eilig. Ich muss sofort zu meinen 80er. Ich war zufällig daheim, weil ich was vergessen hab. Dann kam der Postservice und hat das Backerl für dich abgegeben. Wenn ich nicht da gewesen wäre, wäre der wieder weggefahren. Ja, und wenn man denkt, dass ich's dir gleich vorbeibringe, vielleicht ist ja was Wichtiges. Schau, das ist der bei der Thermostat. Super, dann haben wir ja heute Abend endlich wieder warmes Wasser. Na, schauen wir mal. Garantieren kann ich nichts. Sie wissen ja, bei mir kann man immer duschen. Wiederschauen. Wiedersehen. Servus. Bitte. Zusammenreißen, Herr Kollege. Okay? Mach ich das schon. Folgendes, die Frau Hinz war wirklich vorgestern bei dieser Firma in Stuttgart. Ich habe mit einem Angestellten geredet, der sich mit ihr unterhalten hat. Und was sagt er? Er sagt, Hörgeräte haben sie überhaupt nicht interessiert. Aber sie hat sich über einen ehemaligen Angestellten erkundigt, einen Herrn Peterson. Sie hat mir sogar ein Bild von ihm gezeigt. Na, vielleicht ist er das, unser geheimnisvoller dritter Mann. Was hat der Peterson in der Firma gemacht? Er war zuständig für den Vertrieb der Lasertechnik, ist aber schon seit 5 Jahren nicht mehr in der Firma tätig. Lasertechnik für Hörgeräte? Nein, die Klamm GmbH stellt doch Hightech-Laser für Augenoperationen her. Sehen Sie mal. Augenoperationen? Aha. Wo ist denn der Herr Petersen jetzt? Also das Letzte, was er von ihm weiß, ist, dass er irgendwann geheiratet hat und aus Stuttgart weg ist. Aber es kommt gleich ein Fax mit seiner Vita, dann wissen wir mehr. Sehr gut. Karl-Heinz Peterson, geboren 1960, erlernter Beruf Friseur. Ja. Also, was hat das mit der Dorothea Hinz zu tun? Frau Stockel, geben Sie den noch mal bitte ein. Herr Hansen, das habe ich doch schon längst gemacht. Wow. Sehen Sie mal hier, verheiratet mit einer Marianne Berger. Berger? Das ist doch der Dings. Der Chef von der Abendkönig. Das gibt's doch nicht. Herr Dr. Berger. Grüß Gott, Herr Dr. Berger. Oder sollen wir besser Herr Peterson sagen, ne? Ich habe schon vor vielen Jahren den Namen einer verstorbenen Frau angenommen. Was wollen Sie von mir? Ist doch legal. Karl-Heinz Peterson ist gelernter Friseur und war lange Zeit Vertreter für die Klamm GmbH. Als Heinz Berger sind Sie jetzt Chefarzt einer Augenklinik. Also ich bitte Sie, das ist doch lächerlich. Das muss eine Verwechslung sein. Nein, das ist Betrug. Außerdem haben wir die Krawatte gefunden, mit der Sie Dorothea Hinz umgebracht haben. Die DNA-Analyse wird zeigen, dass Sie der Mörder sind. Das Spiel ist aus. Ich hatte nicht die Absicht, Sie umzubringen. Ich wollte eigentlich nur mit ihr reden. Ich hatte gehofft, Sie vielleicht überzeugen zu können. Aber sie wollte nicht mit sich reden lassen. Und als sie dann mit den Beweisen der Klamm AG gedroht hat, da ist mir dann die Sicherung durchgebrannt. Verstehen Sie? Und deshalb haben Sie auch die Wohnung durchsucht. Wie ist sie Ihnen denn auf die Schliche gekommen?
Rentenversicherung. Die Hinz war ja für diese Personalgeschichten zuständig. Irgendwann hat sie gemerkt, dass was nicht stimmt. Und hat angefangen zu bohren. Ja. Herr Peterson, Sie sind folglich festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Dorothea Hinz ermordet zu haben. Herr Berger, Herr Peterson, wenn Sie bitte mitkommen möchten. Ja. Eine Superklinik. Der Chefarzt ist eigentlich Friseur. Ja. Ist doch wie bei uns. Ja, ich weiß schon. Der Hauptkommissar ist eigentlich Bauer.